Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tipps. Heute gibt es wieder was Interessantes zum Schleifen. Das habe ich im amerikanischen Bereich schon relativ oft gesehen, im deutschen Bereich aber noch nicht. Aber bevor ich euch zeige, was ich mache, ich habe in der letzten Folge Tipps hier diese Schleifklötze gebaut. Sind mega praktisch, benutze ich mittlerweile in jedem Projekt, auch beim Drechseln, beim Füllerdrechseln und. Und das, was wir heute machen, ist im Prinzip das Gleiche. Aber ich denke, die Tipps-Videos sind in einer Richtung eher so kleine Tipps, damit man halt sieht, okay, wie geht das? Ein kleiner Tipp oder eine kleine Anregung, okay, schaut mal, dass ihr euch das als Werkzeug vielleicht zulegt, dass ihr einfach breiter aufgefächert seid und mehrere Was-wäre-wenn-Möglichkeiten abdecken könnt. Dafür sind diese Tippsfolgen hier auch so ein bisschen gedacht. Wir schauen uns jetzt diese Situation mal an. Das hier ist ein eigenes Projekt, das gibt es bald auf meinem Kanal. Ganz, ganz viele Katastrophen sind hier passiert, seht ihr da in einem Projekt. Auf jeden Fall braucht ihr hier was, was ziemlich wichtig ist, um das hier zu bauen. Denn hier diese einzelnen Schubladen habe ich hier vor Ort, als sie eingebaut waren, mit Blockhobel noch runterhobeln müssen. Und das bedeutet, die sind nicht ganz perfekt plan. Ich will aber, dass dieses Werkstück im Endeffekt richtig, richtig flach aussieht. Und dafür brauchen wir wieder sowas Ähnliches wie hier, nur ein gutes Stückchen größer. Und das bauen wir uns jetzt mal ganz schnell aus einer alten Siebdruckplatte. Solche Siebdruckplatten, die haben sehr, sehr scharfe Kanten, wenn ihr die zuschneidet. Also schleift die großzügig ab. Auch hier benutze ich jetzt wieder, wie ihr seht, hier meinen schönen Schleifplatz. So, jetzt habe ich hier nämlich wieder mein gutes Hakenband. Das wird hier drauf kommen. Das geht immer so scheiße ab, das Kackklebeband. Alter Leute, dieses Zeug, das klebt so gut. Klassiker ist eigentlich, dass man die Folie abziehen tut und das hier dann aufeinander geht und man es nie mehr auseinander bekommt. Ich habe jetzt gerade hier meinen Leimausroller, das ist eine normale Pinselrolle. Mit der ziehe ich jetzt überall noch schön das Klettband, das Hakenband richtig fest drauf. Und die Enden schneiden wir jetzt einfach bündig ab. Genau da haben wir noch ein bisschen. Ah, das da reicht doch perfekt. 180er Korn ist auch super. Jetzt können wir jetzt nicht einfach hier auf diesen Klotz aufziehen. Super. Schneiden wir jetzt auch ab. Wir haben jetzt hier überall kleine Absätze. Hier bin ich schon mit dem Hobel drüber gegangen. Also alles, was beim Anfassen vom Möbelstück irgendwie nicht so schön ist. Das heißt solche Absätze. Jetzt werden wir einfach den Schleifklotz hier holen. Ihr seht ja, der ist echt groß. Und gehen damit diagonal überall drüber. Spann hier hinten mal nur eine Schraubzwinge als Anschlag dagegen. Und ihr habt jetzt gesehen, das hat richtig gut funktioniert. Also es sieht auch wirklich echt richtig gut aus. Die Kanten, da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu arg schleift. Aber mit dieser Schleifhilfe hier habt ihr auch durch das Klett so eine ganz, ganz kleine Polsterung. Damit verfälscht ihr die Kanten nicht unbedingt. Aber ihr habt so, wenn ihr über die Kanten geht, so ein bisschen ein Polster halt. Das soll der Tipp für heute gewesen sein. Ich habe das Ding auch lange nicht gehabt, aber gerade für dieses Projekt hier ist es echt ziemlich praktisch zu haben. Aber so ein Teil ist eh immer mal praktisch. Das könnt ihr euch jetzt auf eure Werkbank aufspannen und könnt ihr vielleicht einfach kleine Teile auch drüber schleifen. Also kleine Teile von Hand drüber schleifen. Ist ziemlich praktisch, hatte ich jetzt auch lange nicht. Bin mal gespannt, ob ich es auch so oft benutzen werde wie hier diese kleinen Schleifpads. Richtig genial. Einer hat auch geschrieben, das sind die Nagelfeilen für den Holzhandwerker. Dem gebe ich absolut 100% recht. Danke, dass du so lange am Video dran warst. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du das Ding hier nachbauen wirst. Wie gesagt, unglaublich praktisch. Und ich sage bis zum nächsten Video mal. Ciao.